Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Im letzten Part haben wir Route 228 und 29 gemacht, sind ins Erholungsareal gekommen und hier machen wir weiter. Gut, wir müssen, oder wir dürfen nicht vergessen, noch Schutz zu kaufen. Die Team Galactic-Werbung läuft immer noch weiter im Fernsehen. Wie? Im Duellturm versammeln sich nicht nur die besten Trainer Sinnoh, sondern der ganzen Welt. Welch ein wundervolles Gefühl es sein muss, sich mit vielen Pokémon anzufreuen. Und dann seine Lieblings-Pokémon zum Sieg führen zu können. Wetter und Terrain sind viel extremer als in anderen Teilen von Sinnoh. Das heißt bestimmt, dass es hier viele verschiedene Pokémon-Arten gibt, Lül. Wahnsinn, du hast schon alle Pokémon gesehen, die in Sinnoh leben? Unglaublich, wenn ich größer bin, will ich auch mit Pokémon auf Reisen gehen, wie du. Ja, komm erstmal in mein Alter, du fünfjähriger Knirps, werd mal 10. Dass man in den Untergrundhöhlen coole Sachen ausgraben kann, weißt du, oder? Manche behaupten sogar, dass man dort in letzter Zeit ganz unterschiedliche neue Dinge zutage fördern kann. Wo bin ich da bloß gestrandet? Hier soll es ja noch nicht mal einen Laden geben. Wie soll ich mich denn auf meine weitere Reise vorbereiten? Schlaganfall. Ist da. Du stehst so nah am Fernseher. Mein Fernseher ist alles, was ich brauche. Ich lerne so viel durch dieses Gerät. Ich sauge das Wissen regelrecht auf. So habe ich zum Beispiel gelernt, dass einem die Landkarten-App von Pokéchip Aufenthaltsort von fortbewegenden Pokémon zeigt. Ich bin zwar noch nie solchen Reisen in Pokémon begegnet, aber ich habe von ihnen gehört. Ja, die hand ich offscreen. Das geht eindeutig zu lang. Ob ich wohl wie ein Aquana mit dem Wasser verschmelze, wenn ich mich nur lange genug im Pool aufhalte? Für meine Pokémon will ich nur das Beste. Dafür reise ich auch bis ans Ende der Welt. So bin ich nun mal. Können wir da schon rein? Haben wir da genug Bänder für? Bedauere, aber zu diesem exklusiven Resort haben nur handverlesene Mitglieder Zutritt. Gewissermaßen eine Bühne für die Creme de la Creme. Wenn du beitreten möchtest, dann sammle am besten so viele Bänder wie möglich. Leck mich! Man bekommt nicht mehr so schnell Bänder wie im alten Teil. Aber gut. Weiter geht's. Hier haben wir hohes Gras. Und das werden wir natürlich ausnutzen. Eben, die Städte sind eigentlich nichts Besonderes. Es sind einfach nur so Pokémon-Zentren, wo ein bisschen was dran verteilt ist. Was halt cool ist, das Bänder-Syndikat, deswegen sind wir hier. Und hier hat es noch coole Pokémon, wie zum Beispiel Ultrigaria. Die Weiterentwicklung von Clovenza. Und die Vorentwicklung von Sarzenia, wenn mich nicht alles täuscht. Man kann das Pokémon mit Hilfe von einem Blattstein entwickeln. Cool, oder? Apropos, ich habe letztens ein Fossil ausgegraben. Das haben wir auch noch nicht gemacht in Erzeling. Aber das machen wir dann, wenn wir das Rematch machen gegen Wade. Dieses Pokémon sieht aus wie eine Pflanze und fängt unachtsam Beute, indem es giftigen Puder über diese verstreut. Wunderschön. Ab in die PC-Box mit dir. Ich möchte diese wunderschöne Natur hier schützen. Dafür setze ich mich Tag für Tag ein. Krasser Typ. Das seltenste Pokémon, was man hier findet, ist Sichlor. Die Weiterentwicklung Sherox ist dabei sehr, sehr stark. Pandir! Oh mein Gott! Ich liebe Pandir. Die Liebe zu Pandir ging so weit, dass ich mir einen Shiny-Pandir in Oras gefangen habe. Aber das erzähle ich wahrscheinlich viel zu oft. Da war ich irgendwie eine Woche dran. Und am selben Tag habe ich noch einen Shiny Knills gefangen. So. Kecleon! Auch ein cooles Pokémon. Hat man früher tatsächlich für eine Poké-App gebraucht. Ich weiß nicht, wie es jetzt in dem Teil ist. Okay, Tiefschlag. Knappes Ding. War sogar ein Volltreffer. Kecleon, ziemlich cooles Pokémon damals gewesen. Vor allem in Pokémon Dungeons kann ich, fand ich's ziemlich wild. Noch ein Tiefschlag. Klar, Tiefschlag ist immer ein bisschen schneller als alles andere.
7040, lol. Okay, das hat ordentlich Asche gegeben. Und hier ist nächste Ultrigaria. Schade, dass wir hier keinen Laden haben, sonst hätte ich mir jetzt einen Schutz geholt. Aber ich glaube, bevor wir auf die nächste Route gehen, hole ich mir mal einen Schutz. Dann sind wir da einfach auf der sicheren Seite. Ist da noch ein Trainer? Oh mein Gott. Mirapla gibt's hier auch. Mirapla ist ziemlich stark vertreten hier oben. Genauso wie die Weiterentwicklung. Duflor, Giflor. Nee, Giflor nicht. Giflor nicht. Giflor ist eine Lüge. Hast du nach mir gesucht? Hast du mich etwa vermisst? Hätte ich doch nur eine weitere Weisheit für dich parat. Aber Fehlanzeige. Also muss ich es hiermit wieder gut machen. Du hältst einen Nugget. Ist das so ein alter Sack? Wild. Okay. Nächstes Ultrigaria. Dim, 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 dim. Ich möchte eigentlich gar nicht gegen euch kämpfen. Top-Genesung, wunderbar. Und der nächste Astrainer wartet auch auf uns. Zack. Wenn sich zwei Blicke treffen, steht ein Kampf bevor. Hey, den Text hatten wir doch schon mal. Ganz am Anfang von unserem Abenteuer, Lül. Granbull, die Weiterentwicklung von Snubbull. Meiner Meinung nach eins der hässlichsten Pokémon aller Zeiten. Und wir one-hitten nicht. Das macht gerade ein bisschen. Oh, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Dass wir nicht one-hitten. Also auf der nächsten Route wird es kein Problem sein. Dass wir da nicht one-hitten. Aber hier wird es schon ein bisschen kritisch. Hätte ich nicht gedacht. Satz mit X. Oh Gott, und wir brauchen echt diesen Schutz. Duflor! Oh, Erinnerungen werden wach. Ich habe immer gedacht, das ist das größte Kackvieh, aber es ist gar nicht so schlecht. Ich mag Giflor. Ich mag Giflor sogar sehr. Ich würde sagen, ich mag Giflor sogar so sehr, dass ich es wieder in einem anderen Pokémon ins Team nehmen würde. Ich mag diesen Pflanzengift-Typ irgendwie. Deswegen habe ich auch Roserade jetzt im Team. Der Honig, der aus seinem Mund tropft, stinkt so entsetzlich, dass sich sogar zwei Nasen in 2 Kilometer Entfernung rümpfen. Wunderbar. Hört sich doch nach einem netten Pokémon an. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Oh mein Gott. Nächstes Pokémon. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles außer Sichlor. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Düsterumhang gefunden. Brauchen wir zur Entwicklung von Zwirklub. Ich glaube, das gibt es hier im hohen Gras. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir sind mal heute ganz faul unterwegs, weil ich laufe jetzt hier nicht nochmal durchs Gras. Ich glaube, da sind wir tatsächlich schneller, wenn wir einfach zurückfliegen zum Pokémon Center und dann normal weitermachen. Und da müssen wir auch durch viel weniger Gras laufen. Und hier geht's direkt rüber in Route 228. Wo wir einen fetten Sandsturm haben. Und einen nicht so geilen Astrainer. Okay. Aber ich erwarte hier Boden-Pokémon. Und es kommt ein Inikoro. Wunderbar. Auch gutes Pokémon. Ah, das gibt's unten. Da gibt's keinen Zwirklub bei dem dünnen Gras. Da gibt's ein Ineko.
Wunderschön. Enikoro ist ja nur die Weiterentwicklung über einen Mondstein. Und Yanmar kommt als nächstes rein. Yanmar ist... kann man den Weideburg fangen? Ab dem National-Pokédex. Das ist Käferflug, wenn mich nicht alles täuscht. Was auf jeden Fall noch cool ist, ist Maskeregen, wenn man das Pokémon fangen möchte. Das gibt's irgendwie beim See der Weisheit, also wenn wir auf Insekten-Pokémon zurückkommen. Aber der Insektentyp ist allgemein nicht stark. Es gibt wenige Gens, bei denen ich den Insektentyp tatsächlich bevorzugen würde, in irgendeiner Form. TM 37 Sandsturm. Also hier gibt es zwei Routen praktisch in einer. Einmal die untere, die weniger interessant ist. Und die auch schneller vorbeigeht. Und einmal die obere, wo man auch Tunnel fangen kann. Je nachdem, was für eine Gruppenaktivität hier herrscht. Oh wei, und... Kognodon? Heißt es wie Kognodon? Knackleon. Knackleon ist ein richtig, richtig... Also ihr müsst euch mal... Ihr müsst mal schauen, an was es in Real Life angelehnt ist. Und sagt mir mal, ob das Vieh hässlich ist oder nicht. Es soll so eine Art Ameise darstellen. Irgendeine spezielle Art, aber sie sind richtig hässliche Viecher. Was danach an die Beldra ist, keine Ahnung. Aber muss einen ja nicht interessieren. Sieht geil aus. Kann man sich geben. Nächstes Pokémon Ursaring. Und Vibrava. Also Vibrava erinnert schon wieder ein bisschen mehr tatsächlich an eine Libelle, aber ist eher so eine Flugameise, so wie ich das rausgehört habe. Okay, Grimasse bringt jetzt nicht wirklich was. Zudem kriegen wir jetzt alle Schaden durch Sand. Okay, der Gegner auf jeden Fall. Es ist ein Bedrängnis. That's it. Wunderbar. Vergeltung. Was laber ich? Erholung. Geil. Wie kann man einen Kampf maximal rauszögern? Durch so einen Schrott? Sollte die Antwort sein. Wunderbar. Du bist total in Ordnung. Ja, weil ihr keine Chance habt. Das ist der Grund. Gut, ich weiß gar nicht, was es hier im Wasser gibt. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ist sicher safe nur ein Enton. Was interessant ist, ist auf jeden Fall hier das Haus, weil hier können wir Aquahobbyze lernen. Dein Streben nach Erfolg hat sich also hergeführt. Nun denn, so sei es, deine Leidenschaft sollte belohnt werden. Und zwar mit unglaublichen Attacken. Ich spreche hier von ultimativen Attacken. Soll ich einem deiner Pokémon eine beibringen? Ja. Welchem Pokémon soll ich die Attacke beibringen? Das könnte nur ein Starter beibringen. Hat man irgendwas... Habe ich was mit mehr als großem Potenzial? Nee. Ja, also komm, bring mir Aquahobbyze bei. Eine Genauigkeit von 90 und eine Stärke von 150. Hydropumpe fliegt raus. Aquahobbyze ist um einiges stärker. Und kann jedem Starter beigebracht werden.
Die folgenden hier aufgeführten Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Die lodernden Feuer-Pokémon. Glurak, Tornupto, Logok, Panferno. Die ruhelosen Wasser-Pokémon. Turtok, Impergato, Sumpex und Empoleon. Die ruhigen Pflanzen-Pokémon. Bisaflor, Meganie, Gewaltro und Sheltara. Gut, super. Dann hätten wir es auch geklärt. Hier geht's, glaube ich, nicht wirklich weiter. Da vorne hat es noch Ninjas. Wir gucken mal, was hier noch so abgeht. Ich glaube, hier am Rand kann man noch hoch. Ja, come on. Die Route ist auf jeden Fall ein bisschen größer zum Erkunden. Fläschchen Eisen, klar. Wunderbar, ein Drachenspacko. Drachenburgen sind heilige Geschöpfe. Das hat mir mein Meister beigebracht und jetzt beweise ich's dir. Oh Gott. Garados ist kein Drachen-Pokémon, Mann. Garados ist Wasserflug. Kapier es endlich, alter Mann. Was ist es? Jetzt denkst du, der kommt mit weiß Gott was für einem Pokémon und dann kommt er mit einem Garados. Das ist so traurig. Ah, Quapuzzi gibt's, glaub ich, hier beim Wasser. Ja, doch, Quapuzzi gibt's hier. Ich wusste doch, da war irgendwas. Hier könnt ihr Quapuzzi fangen. Und Quapsen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen überlegt, was könnt ihr hier auf der Route im Wasser fangen? Es ist Quapuzzi. Eigentlich auch ein ziemlich cooles Pokémon. Sollte ich auch mal ins Team nehmen. Vor allem die Weiterentwicklung Quapo ist cool. Gut, jetzt sind wir hier am Ende. Oder auf jeden Fall mit der Hälfte. Nächster Kampf gegen Enderon. Warum setzen denn jetzt hier alle so viele Wasser-Pokémon ein? Was ist denn los? Also, Wasser-Pokémon sind hier echt beliebt. Aussetzer, wunderbar. Borschnabel ist blockiert. Dann kann ich leider nur mit Eisstrahl weitermachen. Aber das reicht. Vollkommen. Okay, cool. Ich werde die Musik vermissen, wenn wir hier mit dem Projekt fertig sind. Sandama gibt es ja auch noch. So einen kleinen Sonic-Igel. Eins der ersten Pokémon. Sandama ist cool. Sandama kann man sich voll und ganz geben. Sandama ist nicht schlecht. Cooles Boden-Pokémon auf jeden Fall. So, als sechs Kämpfe gegen den Ninja hier. Oh, es ist diesmal ein ausgewachsener Ninja. Mein Streben nach Stärke brachte mich hierher. Im Wüstensand stellte ich meinen Körper und meine Seele. Akzeptiere meine Herausforderung! Wow! Okay. So, was ist jetzt der Trottel? Ein Mankey. Passt zu ihm, ist genauso eine Affe. Ich weiß nicht, Mankey ist halt so ein Pokémon, da denke ich mir also. Ja. Ja. Ich meine, wir hatten es auch mal im Team bei Let's Go Pikachu. Aber nur kurz, ganz am Anfang mal. Und performen konnte es nicht. Makuhita hingegen? Ist geil. Makuhita hingegen kann man sich geben. Makuhita finde ich echt super. Da habe ich früher sogar in Hariyama trainiert.
Ich fand Makuhita schon immer irgendwie knuffig und Hariyama war. War ein cooles Kampf-Pokémon. Oder ist ein cooles Kampf-Pokémon. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Ist halt so ein Sumo-Ringe. Mit richtig großen Latschen. Und hält sogar eine Attacke aus hier von Empoleon. Das heißt, wir kriegen jetzt mit Gegenschlag richtig auf die Fresse. Und es hätte uns sogar getötet. Hätte der Freundschaftseffekt hier keinen Einfluss. Oder... Ja, ja, das war richtig. Ich bin dankbar, dass es diesen Freundschaftseinfluss gibt, sonst hätten wir auch nie gegen Cynthia gewinnen können. Die ultra krass ist. Wir können die Pokémon-Liga übrigens nochmal machen. Und die Pokémon sind dann stärker. Noch kränker, als sie eh so schon sind. Aber das machen wir dann nach der After-Story. Halte dich nicht zurück, gib alles! Okay. Cool. Agathe. Agathe Power! Ambeautiful! Wir setzen Aquabizeball ein. Es kommt zu einem Wechsel von Ambeautiful zu Galoppa. Oh mein Gott. Das ging wohl nicht nach Plan. Was? Wie hoch ist die Chance? Also, Hydro-Pumpe hat immer getroffen und Aquahaubitze so jetzt. Nee. Okay, cool. Aber es ist eine größere Route. Eigentlich gefällt mir die Route extrem. Weil es hier auch so geile Pokémon gibt. Cognodon. Tunnel. Je nach Tag. Oh, das war's. Lol. Darf ich jetzt mal Aquahaubitze einsetzen oder ist es verflucht? Also das Hariyama hat mich echt... Was? Junge, ich habe 90% Trefferquote. Was ist denn los? Was ist das für ein Kampf? What the fuck? Also wenn Ambeautiful jetzt hier gewinnt, was ist das? Was zur Hölle? Als nächstes kommt Chanera. Da wechseln wir zu einem... Oh, haben wir Kampfattacken? Natürlich haben wir Kampfattacken. Ich hätte nicht gedacht, dass Empoleon das jetzt hier noch holt. What the hell. Es hat zweimal Erstauner ausgehalten. Weil Glück. Ja, kann man sich geben. Astrena Agathe wurde besiegt. Tschüss. So, also ich will ja nichts sagen, aber die Heilung hat sich Empoleon jetzt verdient. So, was gibt's hier für Pokémon? Oh, die habe ich total vergessen. Dictry. Kann man sich geben, muss man aber auch nicht. Dictar gibt's glaube ich auch hier. Aber das Pokémon ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu hektisch. In der Gen. Zack. Ja.
Roserade Level 68. Kann man hier gut trainieren, glaube ich. Sehr einfach auf jeden Fall. So, es geht aufwärts. Die Frage ist nur, wo? Wir haben echt einen Großteil der Route hier jetzt schon abgeschlossen. Finde ich echt gut. So, der erste Psycho-Dude. Krasse Heavy-Metal-Musik von dem Psycho-Dude Diego Schuppett. Sehr, sehr creepy, meiner Meinung nach. Schuppett ist, ja, vor allem die Weiterentwicklung ist ultra creepy mit dieser weggeworfenen Puppe. Ich habe den Namen vergessen. Und der Eisstrahl bringt absolut gar nichts, weil wir nicht effektiv gegenüber Geist-Pokémon sind. Ah, doch. Stellt euch mal vor, ihr werft eine Puppe als Kind weg und sie verfolgt euch so das Leben lang und beobachtet euch. Gruselig. Pokémon kann Geister-Pokémon. Bei normalen wird meistens übertrieben, aber bei Geister-Pokémon, da denkst du schon an so mystisches Zeug und das sind halt übelst die creepy Stories. Die creepy Pastas kommen nicht von irgendwo her. So. Boah, krass, du hast einen Empoleon. Ja, ja, tschüss. So. Ich liebe es, meine Zeit mit Lesen zu verbringen. Mein Sohn ist ein ähnlich passionierter Leser. Vor kurzem habe ich übrigens gelernt, dass das Wort Universum in der antiken Sprache Zeit und Raum bedeutet. Krass. Und was bringt es mir, hier bei dir zu sein? Hat mir dein... Hier stehen viele alte Bücher. Geheimnisse der Psyche, die versteckte Kräfte der Pokémon. Was ist psychische Energie? Der Weltraum und die Galaxien, die Entstehung des Raumes jenseits von Raum und Zeit. Okay, lol. Ein völlig unbedeutendes Haus mitten in der Pampas. Das wollte doch jeder von uns, oder? Ich glaube, die Route ist echt nicht mehr groß. Also der obere Teil, ich habe den nicht wirklich groß in Erinnerung. Gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich glaube, wir sind dann am Ende vom Part auch mit der Route fertig. Hier liegt noch ein random Fläschchen Calcium. Wenn es juckt. So, ganz langsam hier hochgekommen. Ein Leuchtschein, cool zum Entwickeln von Pokémon, auf jeden Fall. Kann man sich geben. Sehr, sehr wichtig für beispielsweise Trassler. Aber die männliche Form. So. Da unten ist noch ein Pokéball. Was macht denn der da unten? Also wir haben die Route fertig. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben echt gründlich gearbeitet. Und echt mit System gearbeitet. Gefällt mir. Aber ich glaube, so muss man auch in Pokémon vorgehen. Jetzt können wir hier noch alles einsammeln. Und haben einen Schütze. Zur Entwicklung von Rihorn. Die gibt es hier übrigens auch auf der Route. Eine Route mit sehr, sehr vielen Pokémon. Ich werde die Nummer 1 bei der Super-Wettbewerbsshow in der Sinnoh-Region. Den Sieg werde ich mir mit einem Pokémon einfahren, das man nur hier finden kann. Lol. Okay, hier werden wir nicht im nächsten Part weitermachen. Aber ich kann euch gerade mal ein bisschen spoilern. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt auf Route 226. Und zwar genau hier an diesem Grenzpunkt Richtung oben. Wir werden erst mit den Routen hier weitermachen und zum Überlebensareal fortschreiten, damit wir alle Orte in Sinnoh frei besuchen können. Cool, oder? Das heißt, wir fliegen jetzt ganz provokant und schnell zurück zum Kampfareal. Und machen dann im nächsten Part hier weiter. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst da auch noch rum da. Wenn nicht, lasst mir zu. Tschüss und bis bald.